Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute bekommt ihr die Antworten auf die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Das heißt, heute gibt es mein allererstes Q&A-Video. Ich habe gerade irgendwie noch ein bisschen in einen Frosch im Hals. Vielleicht ist das auch die Aufregung. Das ist irgendwie ungewohnt. Ich habe hier auch nichts vor mir stehen, was ich jetzt vorstellen möchte, also keine Beautybox, das ist ein bisschen ungewohnt. Basierend auf den Fragen habe ich ein paar Produkte hier stehen, aber irgendwie ist es komisch für mich, dieses Video zu drehen. Aber wir fangen gleich an. Ich habe mir jetzt hier die Kommentare zurechtgelegt und dann werden wir die eins zu eins durchgehen. Ich werde wahrscheinlich zwei Teile drehen, vermute ich, weil es sind viele Kommentare geworden. Also es ist mehr, als ich dachte und auch Fragen, bei denen ich wahrscheinlich ein bisschen länger erzählen muss. Und deswegen wird es wahrscheinlich ein Video mit zwei Teilen. Wir fangen an mit Anita, denn Anita hat mich ja drauf gebracht, dieses Video zu drehen. Also wie gesagt, ich wurde schon häufiger nach einem Q&A gefragt, habe es aber nie gemacht. Dann kam die Anita mit einem Kommentar letztens und dann dachte ich mir, fangen wir doch direkt damit dann auch an, was die Anita wissen möchte. Mich würde interessieren, wie du zu YouTube gekommen bist, was dich inspiriert, diese Videos zu machen und ob du auch andere Beauty-YouTuber kennenlernen konntest. Wie bin ich zu YouTube gekommen? Also, ich habe so 2017 angefangen, YouTube-Videos zu schauen, denn da war ich so Anfang 30 und dachte mir, ich muss mich jetzt mal mit Anti-Aging befassen, ich muss jetzt mal irgendwie recherchieren, welche Wirkstoffe man da verwendet und was gut ist, bevor ich mir so ganz teure Produkte kaufe. Und dann bin ich über Produktreviews auf Beauty-YouTube-Kanäle gestoßen. Und dann war damals die erste Franka, die ich regelmäßig geschaut habe. Also der Kanal Frankas Favorites. Und dann habe ich Claudi entdeckt, weil Claudi ja auch häufiger so Wirkstoffvideos gemacht hat. Dann habe ich Claudis Welt geschaut und so habe ich dann die ganzen anderen YouTube-Kanäle gefunden und habe, wie gesagt, erstmal nur geschaut. Hatte auch keinen YouTube-Account, habe nur geschaut. Dann habe ich mir Ende 2019 meinen allerersten Beauty-Adventskalender gekauft, nämlich den Glossybox-Adventskalender 2019. Die Verpackung habe ich hier immer noch stehen. Und den habe ich mir gekauft, weil Franka den beworben hatte. Und dann bin ich quasi durch diesen Beauty-Adventskalender, weil der mir so gut gefallen hat, in diese ganze Adventskalender-Beauty-Boxen-Welt eingetaucht. Also dann fing das alles an, dass ich mir da Limited Editions gekauft habe und Glossybox-Sale-Bundles und so weiter. Und dann, weil ich mir das alles dann quasi auch gekauft habe und auch verwendet habe, dachte ich mir dann irgendwann, ja, eigentlich könntest du auch deine Meinung zu den Produkten sagen. Eigentlich könntest du auch solche Videos drehen. Habe mir das natürlich viel einfacher vorgestellt, als es ist. Und dann habe ich noch ewig lang überlegt, ob ich das jetzt wirklich mache oder nicht. Habe das mit meiner Familie, mit meinen Freunden besprochen, wie die das so finden. Die waren aber erstaunlich positiv. Das hat mich gewundert. Also die haben mich wirklich bestärkt, das doch mal auszuprobieren. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es wieder aufhören. Und ja, dann habe ich angefangen, mich damit zu befassen, was ich für Equipment brauche. Und dann angefangen, mir das zu kaufen. Und dann hat es immer noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann mein allererstes YouTube-Video gedreht habe. Und das war dann im August, Ende August 2022. Denn da hatte ich Urlaub. Das heißt, da habe ich mich dann mit der ganzen Technik befasst und mit der Kamera und mit dem Schnittprogramm und ja. So bin ich zu YouTube gekommen. Das war die erste Frage und ich habe, glaube ich, schon vier Minuten gequatscht. Dann, ob ich auch andere Beauty-YouTuber kennenlernen konnte? Nein. Also ich kenne tatsächlich keine andere YouTuberin, keinen anderen YouTuber. Ich glaube, dafür müsste ich mehr bei den anderen kommentieren. Also ich schaue viele andere Videos tatsächlich von vielen anderen Kanälen, aber ich kommentiere bei anderen eigentlich nie. Und das liegt einfach an der Zeit, bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich YouTube-Videos schaue, dann ist das wirklich abends im Bett
zum Runterkommen, dann schaue ich noch ein Video, aber dann will ich auf meinem Handy nicht irgendwie da einen Kommentar schreiben. Und ich glaube, um Kontakt mit anderen YouTuberinnen zu bekommen, müsste ich da aktiver sein, was ich halt nicht bin, aber nur aus Zeitgründen. So, dann hat die Anita noch eine Frage. Mich würde interessieren, wie du den Spagat im Alltag meisterst zwischen YouTube, Styling, Beruf, Hobbys, Familie und Freunden. Hast du in deinem Umfeld Support? Ja, ich habe in meinem Umfeld Support und da bin ich unfassbar dankbar dafür. Wie gesagt, meine Eltern supporten mich, das freut mich wahnsinnig. Danke, lieber Papa, danke, liebe Mama, wenn ihr das seht. Die, wie gesagt, haben mich von Anfang an bestärkt, obwohl dieses ganze YouTube-Zeug ja überhaupt nicht ihre Welt ist. Und das hat mich so gefreut und auch wirklich am Ende dazu geführt, dass ich es ausprobiert habe. Und mein Papa zum Beispiel schaut die Videos auch, weiß ich, meine Mama, glaube ich, manchmal. Aber mein Papa schreibt mir dann häufig mal eine Nachricht, so, ja, ich habe da ein neues Video geschaut und das ist mir aufgefallen. Von daher, ja, ich habe Support. Die haben mir sogar letztes Jahr dann einen Adventskalender gekauft, damit ich den vorstellen kann auf meinem Kanal. Dann kriege ich auch häufiger von meinen Eltern so Bilder geschickt. Ja, wir haben hier ein Angebot gesehen, bei Galeria Kaufhof gibt es diese Box zu kaufen. Und also ich habe wirklich Support. Auch meine beste Freundin supportet mich, schaut auch jedes Video, schreibt mir auch immer wieder Nachrichten zu, ja, mir ist das und das aufgefallen bei deinem Video und du machst das gut und so weiter. Also ich habe wirklich Support und ich freue mich da riesig drüber, dass meine engsten Freunde und meine engste Familie da so hinter mir steht. Das ist wirklich toll. Und dann war aber, glaube ich, noch eine andere Frage, oder? Habe ich jetzt alle Fragen von dir, Anita? Nochmal nachschauen. Ach ja, wie ich den Spagat im Alltag meister zwischen YouTube, Styling, Beruf, Hobbys und Familie und Freunden. Das ist tatsächlich schwierig. Also YouTube nimmt schon sehr viel Zeit weg. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht mehr Videos online bringen, als ich aktuell tue. Also bei 3 Videos pro Woche im Schnitt, manchmal auch nur 2, da liegt echt die Obergrenze. Mehr schaffe ich einfach nicht. Ich habe mir meine Zeit ziemlich gut eingeteilt. Da ist auch später noch eine Frage, wo mich jemand, ich glaube Beate, fragt nach meinen positiven und meinen negativen Eigenschaften. Eine positive Eigenschaft von mir ist, dass ich sehr diszipliniert bin und ein Planungsmensch bin. Das heißt, ich plane mir eben ein, wann ich YouTube mache und dadurch kriege ich das dann ganz gut in meinen Alltag integriert. Aber man muss sich bewusst sein, dass das wirklich sehr viel Zeit kostet. Ein Tag von meinem Wochenende geht immer drauf dafür, an dem ich drehe und die Videos schneide. Und auch wirklich von 8 bis 8 Uhr abends. Weil, wie gesagt, morgens drehen, dann nachmittags schneiden und abends die Videos hochladen. Natürlich, während man sie hochlädt, kann man auch was anderes machen. Aber man muss natürlich trotzdem daheim sein und das quasi begleiten, wenn das hochlädt. Weil man muss dann auch die Videobeschreibungen einfügen. Da gebe ich mir dann nicht so viel Mühe, das wisst ihr. Aber ein Tag vom Wochenende geht drauf dafür und unter der Woche beantworte ich ja auch noch Kommentare. Also es ist wirklich viel Zeit, aber dadurch, dass ich so ein Planungsmensch bin, kriege ich es ganz gut in meinen Tagesablauf, in meinen Alltag, in meine Wochenplanung integriert. Aber viel Zeit für andere Hobbys ist dann tatsächlich nicht mehr. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, die Fragen von Anita abgearbeitet. Stefanie möchte wissen, mich würde interessieren, wie du deine Leidenschaft für Beauty entdeckt hast. Wer oder was hat dich inspiriert? Ich war schon immer ein Schminkmädchen, schon immer. Also ich durfte mich glücklicherweise auch als Teenie schminken in die Schule. Ich weiß, das durften viele nicht. Ich durfte das, wahrscheinlich weil das so furchtbar aussah, dass meine Eltern mir das auch nicht verboten haben. Also ich hatte halt damals zum Beispiel von meiner Oma so einen hellblauen Lidschatten geschenkt bekommen. Das war mein allererster Lidschatten, wahrscheinlich weil sie ihn nicht verwenden wollte. Und den habe ich halt dann jeden Tag getragen. Einfach so einen hellblauen Lidschatten, komplett aufs Auge. Es sah jetzt nicht gut aus. Ja, aber ich habe das einfach geliebt und ich habe das dann, wie gesagt, als Teenager getragen und deswegen so Schminke hat mich schon immer begleitet. Und es ist eigentlich nicht so, dass mich da jemand inspiriert, sondern ich probiere einfach aus. Ich habe dann viele Jahre wirklich nur
grau und braune Augenlooks geschminkt und auch immer nur so einen rosa Lippenstift getragen. Und dann seit 2017, seit ich diese YouTube-Videos schaue und dann auch Schminktutorials geschaut habe, seitdem probiere ich mir aus. Und seitdem wird es dann auch farbig und da wurde ich dann irgendwann mutiger. Aber geschminkt habe ich mich tatsächlich schon immer. Obwohl in meinem Umfeld, also meine Mutter zum Beispiel schminkt sich so gut wie gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Vielleicht von meiner Oma tatsächlich. Die hat sich schon viel geschminkt und auch bis zu ihrem Lebensende hat sie sich viel geschminkt. Wahrscheinlich aber es wirklich von meiner Oma. Dann Claudia möchte wissen, was machst du genau beruflich im Büro? Ja, das haben mich ja viele gefragt. Also ich arbeite in der IT und leite Projekte in der Softwareentwicklung. Das heißt, ich habe dann so ein Team von ungefähr 7 Softwareentwicklern und wir sind für eine Produktsparte verantwortlich, die unser Unternehmen benutzt. Und wenn dann vom Management oder von Benutzern oder von Kunden Erweiterungswünsche sind, dann bin ich dafür verantwortlich, diese Anforderungen quasi einzusammeln, die aufzuschreiben, mir zu überlegen, wie man das konzeptionell in der Software umsetzen kann. Und dann schreibe ich quasi für meine Entwickler das auf, also teile das auf in Aufgaben und priorisiere das, damit meine Entwickler wissen, was sie wann tun sollen, kommuniziere dann wieder ans Management und an die Kunden, wann wir damit fertig werden. Also so diese Timeline-Geschichte mache ich dann, das ist halt dann dieser Projektplan quasi. Und dann überwache ich die Umsetzung, also dass wir die Timeline auch halten, dass wir im Plan bleiben. Dann mache ich den Test. Also wenn meine Entwickler dann eine der Aufgaben, die ich spezifiziert habe, fertig entwickelt haben, dann teste ich das aus User-Sicht, ob das dann auch so ist, wie ich das mit den Leuten, die das beauftragt haben, besprochen habe, ob das wirklich die erwartete Funktionalität erfüllt. Und dann, wenn dann alles fertig ist, übergebe ich das den Auftraggebern und das ist mein Job. Und das mache ich auch schon ziemlich lange, viele Jahre und in unterschiedlichen Firmen. Also ich war davor in einer anderen Firma, jetzt habe ich letztens, also vor 2 Jahren, den Auftraggeber, also quasi die Firma gewechselt, für die ich arbeite. Aber der Job an sich, den mache ich schon sehr lange und ja, das ist das, was ich beruflich mache. Dann, was hatten wir noch für eine Frage? Welchen Sport treibst du? Ja, also neben YouTube und neben meiner Arbeit, also ich habe einen Vollzeitjob, ich arbeite 40 Stunden die Woche. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, neben YouTube und dem Vollzeitjob bleibt jetzt nicht mehr so viel Zeit. Aber was ich mache und das auch wirklich regelmäßig ist, 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche, also jeden zweiten Tag, High-Intensity-Intervall-Training. Also man macht 3 Intervalle quasi, die bestehen immer aus 3 Übungen. Einmal als erstes eine Ausdauerübung, dann eine Kraftübung und dann eine Bodenübung, entweder für den Bauch oder für den Rücken. Das sind dann quasi 3 Intervalle, 3 Zyklen. Dauert bei mir ein Zyklus ungefähr 9 Minuten, 8-9 Minuten. Dann aufwärmen, abwärmen, dann bin ich so ungefähr bei 30 Minuten für meine Sporteinheit und dann mache ich noch 10 Minuten Powerplate. Und dann habe ich eine 40 Minuten Sporteinheit und das ist das, was ich jeden zweiten Tag mache. Ich war auch viele Jahre im Fitnessstudio, das ist jetzt aber schon länger her, es war noch vor Corona, dass ich das gekündigt habe, weil ich einfach mit meinem Job gemerkt habe, dann noch ins Fitnessstudio fahren, schaffe ich zeitlich einfach nicht mehr. Und dann habe ich quasi das Wissen, das ich im Fitnessstudio mir angeeignet habe, dann einfach daheim umgesetzt und mache jetzt eben daheim meine Sporteinheiten. Funktioniert auch sehr gut, komme damit sehr gut klar und ich kann euch auch sagen, ihr braucht auch nicht viele Geräte. Also ich habe so 2 kleine Fitnesshanteln, das reicht komplett. Und natürlich die Powerplate, das war eine Investition, aber die habe ich jetzt bestimmt auch schon 10 Jahre, glaube ich. Ich glaube, 10 Jahre ungefähr mache ich das zu Hause und tut mir sehr gut. Es ist immer noch so, dass ich das vor allen Dingen für meine Gesundheit mache. Also ich war früher überhaupt nicht sportlich, gar nicht. Also in der Schule war ich ein komplett unsportliches Kind.
Aber ich habe halt dann irgendwann gemerkt, für meine Gesundheit, für meinen Rücken muss ich Sport machen. Und wenn ich es jetzt nicht mache, zum Beispiel letztens, als ich eine knappe Woche im Urlaub war, habe ich es nicht gemacht und dann fehlt es mir auch. Also es ist tatsächlich so, dann fehlt es mir. Und auch wenn ich mal wütend bin, hilft mir das total, weil dieses High-Intensity-Intervall-Training, das ich mache, das ist halt auf hoher Herzfrequenz und da kann ich mich so richtig auspowern und so ganze Wut und alles, was mich stresst, irgendwie rauslassen. Und danach bin ich dann auch müde und kann gut schlafen. Deswegen ist das für mich tatsächlich der perfekte Sport, den ich glücklicherweise gefunden habe. Und für meinen Rücken hilft es auch sehr gut. So, jetzt muss ich wieder schauen, wo ich war. Bei Claudia war ich. Wohin geht dein nächster Urlaub? Was macht dich glücklich und was ist dein größter Traum? Urlaub. Also ich war ja jetzt erst im Urlaub, eine knappe Woche in Griechenland. Deswegen werde ich dieses Jahr nicht nochmal aus Deutschland wegfahren. Aber ich werde im Sommer wieder eine große Runde machen in Deutschland, also Bayern, Baden-Württemberg, und meine Freunde besuchen und meine Familie besuchen. Also meine beste Freundin wohnt nicht mehr hier, leider. Dann mein Bruder wohnt auch relativ weit weg und dann natürlich meine Eltern will ich besuchen, noch eine andere Freundin will ich besuchen. Und das mache ich dann eigentlich immer in meinem Sommerurlaub, dass ich die Stationen abfahre und da halt überall mal so 2-3 Tage bleibe, um einfach mal wieder Zeit zu haben, um mit den Leuten, die mir am wichtigsten sind, einfach zu sprechen und ohne Stress, ohne dass irgendwie Arbeit dazwischen kommt. Das werde ich in meinem Sommerurlaub machen. Und dann war noch die Frage, was macht dich glücklich? Was ist dein größter Traum? Größter Traum habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also würde mir jetzt nichts einfallen. Ja, natürlich, ich will gesund bleiben. Ich möchte, dass meine Eltern, meine Freunde, meine Familie gesund bleibt. Aber ansonsten, größter Traum wüsste ich jetzt nicht. Was macht mich glücklich? Schokolade macht mich glücklich. Schokolade macht mich glücklich. Ansonsten, ja, ich glaube, das, was jeden glücklich macht, wenn man einfach keinen Stress hat, wenn ein Tag läuft, so wie man sich das vorgestellt hat. Ich bin mit wenig glücklich eigentlich. Ich binde mir jetzt gerade mal meine Haare zusammen, weil es ist so heiß. Es ist morgens, aber es ist trotzdem schon so heiß und in meiner Wohnung staut sich immer die Hitze so, weil ich eine Mittelwohnung habe, also um mich herum wohnen überall andere Leute. Das heißt, ich habe keine Durchzugsmöglichkeit in meiner Wohnung, deswegen immer unfassbar heiß im Sommer in meiner Wohnung und leider habe ich natürlich keine Klimaanlage. Aber gut, wir kommen zur nächsten Frage. 19 Minuten habe ich schon. Das habe ich beantwortet. Ich muss gerade wieder schauen, wo ich war, damit ich auch wirklich keinen Kommentar vergesse. Orla möchte wissen, was machst du denn beruflich? Hatten wir schon. Welches ist dein Lieblingsparfum? Mein Lieblingsparfum. Da habe ich 3, würde ich sagen. Das Alien. Das Alien von Mugler. Dann ganz neu von Dr. Me, das Love Me, was ich aus der Beauty.at Summer Box hatte. In klein habe ich mir in groß nachgekauft. Das liebe ich gerade auch unfassbar, dieses Parfum. Und dann noch Prada Paradox mag ich noch gerne. Und Dolce & Gabbana The Only One. Das ist jetzt das, was mir spontan einfällt. Dann war da noch eine Frage? Nein. Sarah, mich interessiert, als was du arbeitest, hatten wir schon, in welchem Bundesland du wohnst und wie alt du bist. Bundesland Bayern. Ich wohne in Bayern. Besser gesagt in Franken. Also zwischen Bayern und Franken gibt es noch einen sehr großen Unterschied, wenn man in Bayern wohnt. In welchem Bundesland wohnst du und wie alt bist du? Ja, ich habe jetzt relativ frisch die 4 vorne dran stehen. Ich weiß noch, als ich 30 wurde, das war irgendwie komisch. Also wenn man die 20er verlässt und dann 30
wird, also die 3 vorne dran steht, das war irgendwie komisch. Und jetzt war es ähnlich. Also wenn man die 30er verlässt und dann die 4 vorne dran steht, das ist auch komisch. Aber ich bin total happy mit meinem Leben und von daher ist alles gut. Bin auch noch zufrieden, wie ich aussehe, also ist alles gut. Dann Kreuzfahrerin möchte wissen, mich würde interessieren, was du sonst noch für Hobbys hast und wohin dein diesjähriger Sommerurlaub geht. Sommerurlaub habe ich schon erzählt. Hobbys ist eigentlich auch das, was ich schon erzählt habe. Also Beauty und auch wirklich, ich verbringe viel Zeit dann an meinem freien Tag. Also wie gesagt, einen Tag drehe ich am Wochenende, den anderen Tag habe ich dann quasi frei. Verbringe dann viel Zeit mit Gesichtsmasken, einer Gesichtsroutine. Dann ab und an mache ich ja auch so eine Mikroneedling-Behandlung. Aber macht das besser nicht selbst, wenn ihr euch nicht auskennt. Aber ich habe das quasi gelernt bei einer Kosmetikerin. Und damit verbringe ich viel Zeit mit meinen Gesichtsbehandlungen. Und ansonsten, wie gesagt, mit dem Sport. Und dann, wie gesagt, habe ich eigentlich nicht mehr viel Zeit. Wenn ich noch Zeit hätte, würde ich wieder mich mit Pferden beschäftigen. Dann würde ich das noch machen, wenn ich wieder Zeit hätte. Weil als ich so 17, 18, 19, 20 war, hatte ich ein Pflegepferd und das war eine unfassbar tolle Zeit. Bin ich jeden Tag hin, jeden Tag habe ich den Stall ausgemistet und das Pferd gefüttert und das Pferd geputzt und so weiter und natürlich auch geritten. Aber das war eine unfassbar schöne Zeit. Aber wenn ich noch Zeit finden würde, dann würde ich das wieder anfangen. Aber so viel Zeit habe ich leider tatsächlich nicht, weil so ein Tier braucht dann auch wirklich viel Zeit. Dann nächste Frage. Barbara, die Berliner Nachteule, möchte wissen, vielleicht erzählst du etwas aus deinem Leben, ob Job, ob Interesse, Familie, wie du zu YouTube gekommen bist. Ich glaube, das hatten wir jetzt alles schon. Karin, was sind 3 Favoriten im Bereich Skincare, Beauty sowie Haircare? Haircare habe ich mir zurechtgelegt, da hatte ich mich erinnert, dass da jemand anderes, glaube ich, auch danach gefragt hatte. Also die 3 Produkte im Bereich Haircare, die ich immer verwende, ist dieses Haargel von L'Oreal, Spurenlos FX, habe ich euch ja auch schon sehr oft in meinen Aufgebraucht-Videos gezeigt, verwende ich jeden Tag. Habe ich auch heute wieder verwendet, einfach für meine Haare, die sehr fein sind und halt sonst abstehen, nehme ich das eigentlich immer hier an den Seiten. Ein ganz tolles Haargel, weil es nicht verklebt und auch keine Rückstände hinterlässt, so wie es draufsteht. Ist sehr flüssig, aber ist ein super Haargel und ohne das kann ich nicht leben, was meine Haare betrifft. Dann seit neuestem von Olaplex der Bond Smoother. Das verwende ich dann immer in den Spitzen. Auch ein super Produkt, so eine Haarcreme ist das quasi. Und von Ahuhu mein Volume Lifting Spray, das gebe ich mir dann nach der Haarwäsche immer in den Ansatz. Ich habe gezählt 20 Sprüher in den Ansatz und 10 in die Längen. So verwende ich das und dann habe ich halt wirklich viel mehr Volumen, als ich sonst habe, weil ich sonst wirklich durch die feinen und langen Haare sonst eher sehr platte Haare habe. Das sind meine 3 Favoriten im Bereich Haircare. So, dann war die Frage noch Skincare Beauty. Skincare. Ja, da würde ich immer sagen, unterschiedliche Wirkstoffe. Also Retinol, Niacinamid, Hyaluronsäure. Also das sind so die 3 Wirkstoffe, die ich an unterschiedlichen Tagen verwende oder eben einmal morgens, einmal abends. Retinol dann natürlich eher nicht im Sommer, aber bei Gesichtspflege ist meine Erfahrung, man sollte unterschiedliche Wirkstoffe verwenden, weil dann deckt man so alles ab, was die Haut an Bedürfnissen hat. Deswegen kommt es gar nicht so sehr darauf an, finde ich, welches konkrete Produkt man verwendet, sondern eher darauf, dass man schaut, dass man diese unterschiedlichen Wirkstoffe verwendet. Was ich empfehlen kann, ist The Ordinary, weil da auf den Produkten wirklich die Wirkstoffe angegeben sind. Das heißt, da kann man sich gut zusammensuchen, was man braucht und ist natürlich günstig. Ansonsten, was ich auch sehr gerne verwende, ist Estee Lauder. Habe ich mir gerade wieder nachgekauft. Dieses Advanced Night Repair liebe ich. Das ist eines der wenigen Produkte, die ich mir immer noch nachkaufe im Bereich Skincare,
weil vieles andere verwende ich einfach aus Beautyboxen. Wie gesagt, da schaue ich, dass ich die Wirkstoffe zusammen habe, die ich möchte, aber dann ist es mir egal, ob ich jetzt die Creme von dem einen Hersteller oder von dem anderen verwende. Und was ich auch liebe, sind Nachtmasken. Also so reichhaltigere Nachtcremes, die man dann über Nacht drauflassen kann. Das vielleicht zu der Frage im Bereich Favoriten Skincare. Mit welcher Marke, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du eine Kooperation eingehen? Danessa Myricks. Ich liebe Produkte von Danessa Myricks. Ich habe so viel von Danessa Myricks. Auch heute, die Foundation habe ich wieder drauf, die Yummy Skin. Dann habe ich als Lidschattenbase wieder ein Colorfix drauf. Dann die Paletten, die Chrome Flakes. Also Danessa Myricks und seit neuestem mag ich auch gerne Color Cosmetics. Mag ich auch sehr gerne. Aber es gibt viele Marken, die ich gerne mag. Also die ich jetzt gerade genannt habe, werden mich niemals fragen, bin ich mir ziemlich sicher. Es sind halt sehr teure Marken. Aber grundsätzlich bin ich da eigentlich offen. Wenn du eine Limited Edition gestalten könntest, was würdest du an Produkten, Marke hineingeben und zu welchem Thema würdest du diese gestalten? Trau dich. Meine Limited Edition würde wahrscheinlich heißen, trau dich. Und ich würde farbige Lidschatten reinpacken, einen Glitzer-Lidschatten reinpacken. Dann würde ich wahrscheinlich ja, irgendwas von meinen Haarpflege-Favoriten, die ich euch gerade gezeigt habe, reinpacken. Was würde ich noch reinpacken? Habe ich mir tatsächlich nie Gedanken gemacht. Nie. Wahrscheinlich ein Highlighter, weil ohne Highlighter kann ich ja nicht leben, wie man sieht. Bei mir immer Glow, ganz viel Glow und viele Highlighter. Von Nabla, den Brow Ambition kann ich eigentlich nicht reintun, weil es ist ja farbgebunden. Das geht dann eigentlich nicht. Einen Lippenstift, was würde ich als Lippenstift nehmen? KVD wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich, ja, weiß nicht, ob das geht. Ich habe noch nie, glaube ich, KVD in der Beautybox gesehen. Was könnte ich noch als Lippenstift nehmen? Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, da muss ich in der Pause jetzt nochmal drüber nachdenken. Denn jetzt zeigt mir meine Kamera, dass ich bei 28,5 Minuten bin. Das heißt, jetzt werde ich eine Pause machen. Dann werde ich nochmal drüber nachdenken. Und dann werden wir im zweiten Teil bei der Frage nochmal einsteigen. Bis hierhin gilt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen so beantworten, wie ihr euch das ungefähr vorgestellt habt. Ich hoffe, ihr seid dann beim zweiten Teil wieder mit dabei. Wie immer gilt, wenn euch mein Video gefällt, wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert gerne meinen Kanal, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und zu den 1000 ist es ja nicht mehr weit. Und dann gibt es eine große Verlosung. Gibt es eine große Verlosung bei den 1000. Und dann verabschiede ich mich jetzt, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.